Amel, die Erscheinung von Schiefer ist handwerklich geprägt. Aber mittlerweile haben sich auch Architekten mit dem Material auseinandergesetzt und auch architektonische Formensprachen entwickelt. Was machen denn Architekten grundlegend anders oder machen sie überhaupt was anders? Was machen Architekten anders? Schiefer war ja klassischen Baustoff, bei dem handwerklich vieles schon an der oder vieles noch an der Baustelle bearbeitet wurde, wo auch sehr vieles mit Rundungen, mit Bögen verarbeitet wurde. Deswegen hatte Schiefer immer den Nimbus, der Baustoff für Kirchen, Burgen und Schlösser zu sein. Bis dann Architekten kamen, die die qualitativen Vorzüge von Schiefer zu schätzen wussten, aber gerne moderne Formen zum Ausdruck bringen wollten, speziell im Bereich der Rechtecke, geradlinige Formen. Und dadurch sind viele neue, moderne Deckarten entstanden, die schon handwerkliche Deckarten sind, die aber moderne Aussehen haben. Können Sie jetzt mal so eine moderne Deckart demonstrieren? Ja, da haben wir beispielsweise unsere dynamische Deckung. Dynamische Deckung ist geprägt von unterschiedlichen Schichthöhen, unterschiedlichen Gebindehöhen. Bei uns nennt man eine Schicht immer Gebinde. Die Gebindehöhen sind unterschiedlich, individuell an die Gebäudegeometrie anpassbar. Es gibt auch keine Regelmäßigkeiten. Wir haben immer unterschiedliche Steinlängen, sodass Sie ganz individuell gestalten können. Sie zeigen auf der Bau 2013 ja auch Ihre Hinterschnitttechnik. Und genau vor so einem Exponat stehen wir jetzt. Erklären Sie doch bitte mal, was sich dahinter verbirgt. Die Hinterschnitttechnik ist eigentlich eine Befestigungstechnik für Bekleidungsmaterialien, die den Besonderheiten des Naturwerkstoffes Schiefers gerecht wird und somit eine sehr sichere Möglichkeit bietet, große Naturwerkstein-Schieferplatten unsichtbar an Unterkonstruktionen, sprich an der Fassade, zu befestigen. Aber was machen Sie denn, wenn Wasser einsickert? Einsickerndes Wasser ist kein Problem, weil wir hier eine Konstruktion haben, die sich vorgehängt hinterlüftete Fassade nennt. Der Begriff hinterlüftete Fassade zeigt uns schon, es gibt zwischen der Oberkante Bekleidungswerkstoff und der Hinterkante Dämmung einen Hinterlüftungsraum von 20 mm, in dem eben solche eindringende Feuchte, aber auch Feuchte, die aus der Systematik rauskommt, wie beispielsweise Taufeuchte, sehr schnell und sicher abgeführt werden kann. Die Platten an Ihrem Exponat sind ja jetzt auch schon vergleichsweise groß, aber was sind denn so die Maximalgrößen, die Sie erreichen können? Grundsätzlich können wir mit unseren Schieferplatten bis zur maximalen Größe von 2x1 Meter gehen, wobei die Größenbeschränkung nicht uns die Hinterschnitttechnik vorgibt, sondern einfach die Machbarkeit von Schieferplattengrößen. Die Hinterschnitttechnik würde uns durchaus auch noch größere Formate erlauben. Es gibt ja auch andere Befestigungstechniken, die den Schiefer als Schmuckstück herausheben. Zeigen Sie uns doch bitte mal was. Wir haben beispielsweise hier unsere unterlegte Rechteckdeckung, auch eine moderne Rechteckdeckart, ganz jung entwickelt. Hier nutzt man eben diese Befestigungsklammer, diese Edelstahlklammer, zum einen als sehr, sehr sicheres, sturmsicheres Befestigungsmittel, aber zum anderen auch als gestalterisches Merkmal. Durch diese regelmäßige Verteilung in der Fassade, wirklich ein Gestaltungsmerkmal, Kombination Schiefer mit Edelstahl. Hier haben wir auch eine Vorhangfassade mit einer etwas anderen Befestigungstechnik. Wir haben eine sichtbare Edelstahlklammer, die aber auch auf einer Aluminium-Unterkonstruktion montiert wird. Und man sieht vielleicht ganz gut an dem Foto, was Sie gesehen haben, dass die Klammer, obwohl sie an so einem kleinen Exponat relativ auffällig wirkt, in der Fläche bei einem großen Objekt doch relativ stark in den Hintergrund tritt und so störend gar nicht ist.